Ich glaube, ich kenne keinen anderen Sportdirektor in der Bundesliga im Business, der ein öffentliches Instagram-Profil pflegt, der das auch nutzt, um seine Botschaften zu transportieren, wenn er das für richtig hält. Du hast mir mal gesagt, am Anfang habe ich gefragt, warum machst du das? Und hast du gesagt, ja, ich will auch irgendwo sehen, was eigentlich so auf die Jungs einprasselt. Wie ist denn dein Fazit jetzt, dein persönliches? Was hat es dir an Erfahrungen oder an Erkenntnissen gebracht? Also ich möchte schon nochmal betonen, dass das tatsächlich, was du zu Beginn vorangestellt hast, der entscheidende Grund war. Ich möchte einfach mal wissen und habe mir dann, wenn wir ehrlich sind, noch die harmloseste Plattform ausgesucht mit Instagram wahrscheinlich. Wollte einfach mal gucken, was erlauben sich denn da Leute einfach auch so zu schreiben und wie behandeln die dich da, wie kommentieren die das und wie weit gehen die denn eigentlich? Und da muss ich schon sagen, Respekt und Anerkennung. Also ist schon, also im positiven wie im negativen Sinne. Und das einfach mal ein bisschen zu spüren, zum einen auch, was bedeutet das für die nachfolgende Generation meiner Kinder zum Beispiel? Wie gehen die mit diesen Themen um? Die natürlich keine öffentlichen Profile haben, ist ja klar. So, aber auf der anderen Seite auch, wie fühlt sich das denn so ein bisschen an, wenn du da so auch wirklich in bestimmten Phasen massiv attackiert, wie es interessanterweise auch, als ich den AfD-Post gemacht habe, eben auch auf einer sehr politischen Ebene, ist schon spannend. Es ging schon auch um Themen, die eben mit dem Club zu tun haben, die auch mit unserer Situation zu tun haben, die aber auch immer wieder die Werte, die ich für wichtig erachte, hervorstellen soll. Also Zusammenhalt, Teamfähigkeit, Spirit, dieser Zusammenhalt, der, glaube ich, am Ende im Klassenhalt gemacht hat, und das auch rauszustellen. Und natürlich auch gegen die permanent, ich sage es einfach so, wie es ist hier, die permanent Brudelnden, einfach auch mal einen Gegenpol zu schieben, was eigentlich los ist manchmal in der Wahrnehmung. Und vor allem, und darum geht es mir ganz viel, ist ja auch ursprünglich der Grund gewesen, den Account zu eröffnen, auch mal so ein bisschen zu sagen, ey, wisst ihr was, es sind halt auch Jungs, so, das sind junge Menschen und bleibt doch echt auch mal cool, was du so über die schreibst, ja. Und das fand ich ganz extrem im Aufstiegsjahr, da habe ich dann auch wirklich Sommer erzählt, habe ich so nach Karlsruhe und Hamburg Halbzeit, habe ich mir die härtesten Twitter-Picks rausgenommen und habe mir die an die Wand genagelt, um die dann einfach auch irgendwann mal nochmal durchzulesen. Aha. Und gute Musik dazu gehört. Das ist sehr interessant. Ich muss beispielsweise an die Geschichte denken, also weil du ja auch ansprichst, was die Jungs, die Spieler aushalten müssen. Silas, nach diesem 2:0 in Bremen, als er da kurz abstoppte. Schönes Telefonat, wir beide hier. Ja, und auch da dann, dass man dann ja fast schon dann sich als Profi dann irgendwie über seine sozialen Kanäle schon wieder entschuldigen muss für, naja, etwas, das eigentlich jetzt gar nicht großartig schlimm war. Aber das ist schon, da nimmst du schon eine Entwicklung wahr, ne, die auch vor allem für die Spieler in so jungen Jahren ja auch prägend ist. Auf ihrem Weg. Und ich finde, es ist einfach auch an der Zeit, das anzusprechen, dass also weißt du, diese ganzen einfachen Zusammenhänge, Plattitüden, so, ihr gewinnt nicht Söldner, ihr gewinnt nicht, euch geht's nur um Kohle. Ihr wollt wechseln, Arschlöcher. Weißt du, so, das ist so einfach und so, das ist falsch. Das funktioniert so nicht. So, es geht um Entwicklung, es geht um Sport. Die meisten, natürlich sehen die Jungs auch zu, dass ihre Kohle stimmt, das ist doch klar. Ja, das tun sie bei uns wie bei anderen und das tun wir am Ende in unseren Jobs auch in der Regel. So, das ist nun mal Marktwirtschaft. Aber Fakt ist doch auch, die Jungs gehen doch nicht in das Stadion da rein und denen ist scheißegal, was passiert. Überhaupt nicht. Und das ist halt auch das Coole. Ich glaube, dass all diese Themen, die wir jetzt öffentlich auch dazu, das so zu besprechen, das so zu einfach zu erzählen, wie es uns auch geht manchmal damit, dazu beigetragen hat, dass es einfach auch weniger geworden ist. Und dass einige verstehen, dass ein Borna Sosa, wenn er jetzt irgendwo hinginge im Sommer zu einem großen Club, trotzdem mit allem, was er hatte, für diesen Club gespielt hat. Bei ihm war es ja jetzt sogar einfach zu transportieren, weil im Winter halt, wie gesagt, Angebote da waren und er erstmal sagt, pass auf, ich will mit dieser geilen Gruppe es erstmal schaffen. Da geht es eben nicht nur um, ich will jetzt da das Doppelte, Dreifache verdienen. Das wird er versuchen, wenn er den nächsten Schritt geht, weil halt auch mehr Ressourcen da sind. Wäre auch blöd, wenn er es nicht täte. Aber da geht es auch darum, Champions League zu spielen, sich sportlich weiterzuentwickeln. Und entschuldige, das frage ich doch jeden Tag die Jungs im Training. Also jeden Tag, wenn wir auf dem Trainingsplatz haben, will ich, dass sein Anspruch ist, besser zu werden, sich herauszufordern, sich zu challengen. Und wenn dann einer der Beste dieser Gruppe ist und dann kommt er oder hat die Möglichkeit, in eine neue Gruppe, bessere Gruppe zu kommen, ist sein Job, den Schritt zu machen, meiner das kompensiert zu bekommen und unserer als Club,
bessere Plattform, also höhere Qualität an Spielern, sportlich erfolgreicher zu sein, wirtschaftlich handlungsfähiger zu sein. Und das ist, sorry, das ist das Prinzip, unabhängig übrigens davon, ob aus einem 2 Euro werden oder wie viel die Jungs verdienen. Wir müssen natürlich jetzt über eine kleine Geschichte, die dann groß wurde, reden, die sich in der Sommerpause zugetragen hat. Ich glaube, Philipp, irgendwann an irgendeinem Samstagnachmittag ploppte die Meldung auf rund um Atakan Karasor. Ohne das nochmal komplett aufzurollen, Philipp und ich, wir hatten das auch in den vergangenen Folgen sehr zurückhaltend, wenn nicht sogar gar nicht kommentiert, weil wir eben uns auch nicht anmaßen, hier aus Möhringen raus Dinge zu kommentieren, die auf Ibiza passieren. Aber jetzt können wir dich direkt mal fragen, denn wir wissen, dass Atta wieder zurück ist, dass er wieder im Kreise der Mannschaft ist. Vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen. Wie geht es ihm denn? Hast du schon mit ihm sprechen können? Wie ist die Lage bei ihm? Also klar, wir haben mit ihm gesprochen, also sowohl relativ schnell, als er dann aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, auch im Telefonat, aber auch natürlich im persönlichen Gespräch dann hinterher. So, damit sind wir eigentlich fast auch beim Thema von Social Media. Es geht einfach darum, mal eine gewisse Neutralität zu bewahren in allen Themen. Und das hier ist, so schwierig das Thema ist, auch eines, was unseres Erachtens nur in einer Art und Weise nach der Frage, was passiert jetzt mit dem Atta, zu beantworten ist. Und das ist, wir haben das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Zum heutigen Zeitpunkt gibt es keine Anklage. Es gibt weder jemanden, der schuldig ist, noch jemand, der zu Unrecht beschuldigt oder beschuldigt wird. Es gibt einfach kein Ergebnis zu diesem Themenkomplex. So, und es kann sein, dass es keine Anklage gibt. Es kann sein, dass es eine geben wird. Und wenn es eine gibt, weiß keiner, wie das Verfahren ausginge. Es sind so viele Konjunktive, dass wir einfach mal ganz cool, also nicht cool, aber ruhig bleiben müssen mit der Thematik. So, und da ist doch ganz klar, dass bis sich etwas verändert, und er ist ja nun mal jetzt rausgelassen worden und nicht weiter festgehalten worden dort, dass das ein Spieler vom VfB Stuttgart ist. Das ist ganz logisch. Geht auch gar nicht anders. Und es ist jetzt totaler Quatsch, wenn ich sagen würde, ich glaube auch nicht, der Atta macht sowas nicht oder, weil das nützt alles gar nichts. Ja? Ich habe keinen Anlass heute, daran zu zweifeln, was uns der Atta erzählt, kenne aber auch nur eine Seite, das muss man auch ganz klar sagen, deswegen muss man es so neutral und nüchtern wie möglich beschreiben. Das haben wir als Club, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht, sehr ruhig gemacht. Und im Moment ist es halt auch so, dass Atta eben frei ist, sich, ich weiß den Rhythmus nicht, ich glaube, monatlich melden muss. Und solange das so ist und sich nicht verändert, wird Atta ein ganz normaler Spieler dieses Clubs sein. Man wird in dem Moment, wo er Anfeindungen bekommt, die einer Vorverurteilung gleichkommen, auch unsere Unterstützung bekommen. Das ist doch ganz klar. Weißt du, ob er das vor Ort machen muss? Oder ja. Das weiß ich gar nicht. Weiß nicht. Das ist auch schon das zweite Mal, dass sie eine sehr gute Krisenkommunikation macht, wenn man das Thema Silas nochmal auf den Tisch bringen möchte, dass damals mit der Identitätsgeschichte auch sehr schwierig war, sehr diffizil. Und es gibt eben auch Clubs, die können das einfach nicht so oder haben das in den letzten Jahren nicht so gut gemacht. Auch der VfB übrigens, der hatte hier auch schon Entscheider, da wären solche Themen sicherlich anders ausgegangen. Darf ich da einhaken? Klar, natürlich. Deswegen. Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, was wir vorhin besprochen haben, weil viele Angst haben vor den Reaktionen. Ja. So, und das ist etwas, was jetzt nicht nur ein Thema des VfB Stuttgarts ist, sondern mittlerweile unserer gesamten Gesellschaft, dass eigentlich viele auch Angst davor haben, einfach mal zu sagen, was eigentlich Sache sein müsste oder wie es eigentlich nach einem klaren Werte- und Ethiksystem ablaufen müsste. Ja. So, weil eben zigtausend Menschen haten, weil sie anfangen, direkt draufzuhauen, statt zu reflektieren. Und das ist genau das, worum es mir auch ging, Instagram vorhin zu sagen und auch immer wieder zu sensibilisieren. Hör mal, das sind ganz junge Menschen. Das könnte, viele unserer Spieler könnten noch bei dir, wenn es dein Sohn wäre, in deinem Haushalt leben, weil die wären noch in der Ausbildung oder würden Abitur machen. Und das ist etwas, das macht manchmal Arbeiten im Fußball schwer. Und ich habe auch Verständnis für Menschen, die nicht immer das vielleicht dann hinbekommen, weil es echt auch schönes Wort, aber sehr, sehr schwierig ist. Ja, ja, und ist, glaube ich, aber auch eine sehr gute Antwort auf diejenigen, die euch vorgeworfen haben, wie passt denn das zu euren Werten, dass ihr zu so einem Spieler noch steht? Die Frage ist völlig falsch rumgestellt eigentlich, sondern es sind genau unsere Werte, die uns
ich will nicht sagen, die schützende Hand, weil das tut er nicht, aber die uns halt mit diesem Sachverhalt so offen, ehrlich und transparent umgehen lassen, wie es halt nur irgend möglich ist. Wie sind denn seine Tests gelaufen? Was hat er verloren? Ich gehe nicht davon aus, dass er da großartig Freigang zum Lauftraining hatte. Ja, möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber wir müssen nicht drum rumreden. Ich meine, er hatte 4 Wochen, waren mehr oder weniger eh frei, wo er zwar auch Laufprogramme hatte, so 6 waren untersuchungshaft, sind am Ende 10, wo kein Mannschaftstraining stattfindet, ja. Und die letzten 6 im Prinzip überhaupt kein geordnetes Training mehr. Das wird, ohne Prophet zu sein, zum Defizit führen. Ich kenne alle Ergebnisse noch nicht, weil einige Tests hat er heute erst gemacht. So, das heißt, das wird ein Aufbautraining sein. Ich glaube, realistisch ist nicht vor Rückkehr, nicht vor Länderspielpause. Und vielleicht haben wir dann sogar auch Glück, dass sich da bis dahin auch schon wieder viel, viel mehr geklärt hat, was die wirkliche Rechtslage und die rechtliche Situation angeht. Und dann geht es halt weiter. Und ansonsten arbeiten wir halt so gut. Also Atta wird jetzt mit der Mannschaft schon mal laufen. Er ist ja gesund. Ne? Nicht fit ist ja was anderes, als ist auch was anderes, logisch, als jetzt aus einer Verletzung zu kommen, wo du noch an bestimmten Körperregionen besonders arbeiten musst und andere funktionieren schon wieder top. So, das kann schneller gehen, das kann langsamer dauern, aber ja, that's it. Da wir natürlich beobachten, Länderspielpause, Philipp, ist, meine ich, Ende September. Wenn du endlich wieder aus Kroatien zurück bist. Möglicherweise. Ja, und ich nicht mehr jedes Wochenende arbeiten muss. Meinst das ist also Zeitraum, Ende September die Länderspielpause. Also ich habe auch Hoffnung, dass er sein kann. Also ja. Aber ich sag mal, bis dahin sollte er eigentlich wieder in der Verfassung sein, dann auch Startelf komplett zu attackieren.